Meine werten Damen und Herren, es ist ein neues Update. Mit Lars. Ein neues Update. Ein neues Update. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute bei einer neuen Folge Wobbly Dobbly. Wobbly Dobbly geht in die nächste Runde und es gibt ein neues Update. Hallo, fahr richtig. Ich komm nicht hinterher. Wie jetzt? Wo bist du denn überhaupt? Die Kamera. Achso. Okay. Tada. Aber guck dir das mal an. Guck, zeig mal heute dein Outfit. Zeig mal. Normalerweise siehst du immer aus wie ein Mädchen. So, aber heute siehst du aus wie ein echter Wobbly. Der weint. Und ich habe heute mein Pickaxe-Outfit angezogen. Mit leuchtender Hose. Und natürlich dem seltensten Item. Und zwar dem Gadget Hat, mit dem man fliegen kann. Lars, du hast den Gadget Hat nicht, oder? Nee, leider nicht. Oh. Mir fehlen nicht so viele Geschenke. Man braucht irgendwie alle Geschenke, ne? Alle Geschenke muss man sammeln, um tatsächlich den Gadget Hat zu bekommen. Schnell. Guck mal, wenn du den Gadget Hat hast, dann schaffst du es nämlich auch hier oben drauf. Siehst du das? Alter, du fährst echt richtig schnell. Alter, richtig abgefahren. Was hältst du eigentlich davon? Boah, ich hab so einen richtigen Tokyo Drift gemacht. Dr. Auge! Er dreht seine Kreise! So, was wir auf jeden Fall heute machen werden, ist das neue Update angucken. Wenn man übrigens im neuen Update über die Sachen hier drüber geht, dann sieht man, dass die größer werden auf der Karte. Versuch das mal aus, Lars. Hier, schau mal. Wenn guck, du mal da, hier, guck mich mal an. Wo bist du denn? Unten. Was hast denn du da? Need help! Einfach Hilfe, gell? Hier, guck mal, ich zeig dir mal, wie ich da auf dieser Straßenlaterne lande. Oha. Wow. Einfach drauf gelandet. Nicht schlecht. So, und es gehört natürlich zu jedem guten Update dazu, dass natürlich neue Jobs dazu kommen. Und tatsächlich sogar ein neuer Job hier gleich um die Ecke, und zwar ist es der Anglerjob. Go catch some fish. Und wir sind ja What the Fish Mains, deswegen hast du ja gerade eine Soda geholt, Mann. Einen kleinen Soda-Sip. Ein bisschen. Komm, trink mal eine Runde. Zeig mal, wie du trinkst. Oh yeah. Ist ganz schön dings neblig bei uns gerade in Wobbly, Dobbly, Doobly, Dabbly Live. Oha. Halt dich fest. Oh, Alter, du hängst am Spoiler. Du hängst einfach am Spoiler, Mann. Und ab ins Wasser mit dir. Alter! Wow! Hey! Alter, das wäre so cool, hätte ich mich jetzt wieder so auffangen können. Das wäre echt richtig cool. So, das hier ist übrigens nicht der Job. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Anglerjob. Das ist einfach nur der Jetski-Job. Haben wir tatsächlich auch schon mal gefahren, diesen Parcours. Ich kann euch nur empfehlen, jeden Parcours zu fahren. Dafür gibt es viel Geld. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und was natürlich auch in diesem Update neu ist, kann euch der Jetski-Lars gleich auch nochmal zeigen. Und zwar neue Boote. Schau dir dieses neue Gefährt an. Oh, Marina di Venezia. Hier ist jetzt ein richtiger Bootsteg. War der schon vorher, oder? Nee, Mann. Guck dir das mal an, was hier für ein neues Boot ist. Oha, guck mal, wie das fährt. Oh, yo, way, ich taufe dich auf den Namen. Wie heißt das Boot? Guck mal, wenn man tatsächlich auch lenkt, dann bewegt sich der Mast tatsächlich mit. Oh, du bist ganz schön dumm, Lars. Oha, da ist sogar ein Dings mit drin. So ein kleiner Grill mit so einer Wassernische, eine Karte. Und nochmal ein paar Schatzkarten und natürlich ein Fernrohr und natürlich sollte auch sollte auf gar keinen Fall den Bank sehen. Was? Wie heißt der Captain? Der Captain Iglo? Captain Larsson. Stimmt, Captain Larsson. Den haben wir nämlich in der letzten Folge gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das war verrückt. Die Serie mit dem kleinen Mädchen, so hieß sie. Alter, es gibt noch mehr andere Dings, neue Boote. Ey, und es gibt Händler. Lars, es gibt neue Händler. Da kann man sich neue Items kaufen. Jo! Ach, hier, guck mal, hier ist auch so ein Netz. Ach, das ist, glaube ich, sogar der Fischerjob. Hier sind frische Fische auf dem Tisch, Mann. Jo, oh, und die Sonne kommt gerade raus. Was kann man sich denn hier kaufen? Oh, Lars, hier kann man sich eine Krabbe kaufen. Alter, ich habe mir gerade eine Krabbe gekauft. Oh, guck mal, ich war mit dem Schiffchen. Lars, guck, hier eine Krabbe. Ich habe eine Krabbe dabei. Hier, lass sie mal frei. Oh. Jetzt ist sie mir da runtergefallen. Ich fange sie, ich hole sie. Bist du wieder ertrunken? Mann. Klassischer Lars-Moment. Ach, Lars. You need to swim. Alter, wenn man stirbt, dann hat man jetzt so einen Raucheffekt. Haben wir auch nochmal jetzt nochmal. Ah ja, hab ich gesehen. Ja, das, wenn du respawnst, siehst du das auch so. Boah, Alter, man kann sich so einen Pufferfisch kaufen. Der ist wie ein Ball. Guck mal. Hier riecht irgendwie nach Fischmarkt. Juhu. Oh, krass, Mann. Guck mal, wie der sich rollt. Ein wahrer Pufferfisch. Schwimmt der auch im Wasser? Nö, tut er nicht. Schade. Hey, guck mal, hier steht los, sogar... ihr seid frei. Hey, Lars. Guck dir das Ding mal an. Water Taxi? Alter, ist über das schnelle Boot. Ne? Oha, das ist ein Speedboot.
Wow, wow, wow. Gib mal Vollgas. Warte mal, lass mal über so eine Schanze damit springen. Ey, das hat sogar einen doppelten Motor. Das hat einfach zwei Motorspäne. Nee, das fährt 20 Knoten, sag ich dir. Einen guten Knoten. So, warte. Versuchen wir mal da drüber zu jumpen. Yeah. Yeah. Oh, Alter, man kriegt noch so einen Boost. Ja, Mann, gar nicht mal so schnell. Oh, oh, oh. Das ist aber ganz schön. Yeah. Oh. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber reicht jetzt auch. Reicht, reicht, reicht. Oha, oha. Also, das da hängt gerne auch was gebaut, so wie es ausschaut, ne? Wo, wo, wo? Da hinten auf der neuen Insel. Auf der, ja, auf das der ist die Rakete, ja? Die schon immer so gedingst war. Ne, die war schon immer so eingeschustert. Yeah, yeah, you understand, man. Es gibt aber hier noch eine Sache. Und zwar ein Job. Bring the fish. Ach, das ist er. Ach, hier muss man die Fische hinbringen? Bring the action. Lars, deine Stimme ist heute etwas kaputt. Aber es ist in Ordnung, Lars. Wir werden deine Stimme heilen. Und zwar mit einem Fisch. Warte, ich kann ganz kurz meine Gesangsstimme auspacken. Hey, da ist Captain Iglo. Warte mal, gibt's hier nicht? Da ist der Job. Ich habe den Job gefunden. Okay, ich lese vor. Nice, der Fishing Job. Geh in ein Boot. Danach fahre zu einer Area, wo Fische gezeichnet sind. Danach benutze eine Angel, um einen Fisch zu fangen. Danach musst du den Fisch rausziehen, indem du entgegengesetzt ziehst zu der Form, wo er hinzieht. Und danach musst du ihn reel it in, einmal reinholen und dann musst du ihn in dieses rote Gefäß damit reinbringen, was wir gerade eben gesehen haben. Gut. Nice. Alles klar. Fünf Fische catch müssen wir fangen. Catch my fish. Okay. Catch the fish. Welches Boot wollen wir nehmen? Okay. Das Boot? Hier. Guck mal, hier gibt es auch dieses kleinere Boot. Nee, das ist ein Ein-Personen-Boot. Komm jetzt. Nee, lass zusammen fischen, gell? Wir sind doch Broskis. Broski Minoskis. Ja, dann fahr mal raus. So, schauen wir das. Ich weiß gar nicht, wie das hier funktionieren soll. Fahr mal mehr nach rechts, mehr nach rechts. Genau. Muss da circa hinfahren. Ich weiß nicht, ob du die Markierung siehst. Mehr links, mehr links. Mehr links, mehr links, nee. Links. Das andere rechts. Genau, links. Man kann auf jeden Fall hier. Oh, ja. Man kann die Angel also tatsächlich nach hinten ziehen. Und dadurch kannst du dann also die Angel dann rauswerfen. Geht wahrscheinlich nur, währenddessen man steht. Ah ja. Stopp, okay. Ne? Ja, ja, noch ein bisschen weiter nach links fahren. Dann sind wir eigentlich schon fast im Gebiet. So, was übrigens auch neu ist, es gibt jetzt auch ein Unterwasserleben bei Wobbly. Das heißt also, es gibt auch tatsächlich so Korallenriffe und so. Die habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber vielleicht, wenn man hier durch dieses Glasfenster von diesem Boot durchschaut, kann man das vielleicht erkennen. Okay, ich bin genau in der Mitte. Okay, wir sind genau in der Mitte. Hier müssen wir jetzt eine schöne Angel rauswerfen und zack, raus das Ding. Oh, okay. Du musst rechtsklick gedrückt halten und dann oh nein, musst du die so, Dr. Auge ist mir im Weg. Oh, okay. Bäh. Und dann nach rechts ziehen. Okay. Hä, wie kann man die denn rauswerfen? Okay, okay, okay. Ah. Oh, du musst da dagegen ziehen. Ah, man muss gedrückt halten. Okay, ich verstehe. Oh, was? Oha, wie soll denn das funktionieren? Also da braucht man irgendwie Feingefühl. Ich hatte gerade einen dran, ich schwör's dir, Mann. So. Einmal da reinwerfen. Hier, du hast einen, Lars. Zieh entgegen. Ja. Yeah. Okay. Fisch. Fisch. Okay. Ich komm nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Ich komm nicht weiter. Ich komm oh nicht mein weiter. Gott. Du musst ihn ranziehen. Du musst ihn immer herziehen. Oh. Okay. Okay. Such a scam, oh. Fisch. Nein! Alter, das ist voll schwer. Wie soll denn das funktionieren? Du musst immer entgegenziehen irgendwie. Hä? Wie soll das denn funktionieren? Dr. Auge, guck mich nicht so an. Ah, ich verstehe. Ich verstehe es. Du musst tippen. Ach, tippen? Ja. Ach so, okay, okay, okay. Oha, oh. wir angeln einfach nebeneinander. Okay, relax, relax. Mann, wegen Dr. Auge sehe ich nichts. Geh weg. Oha. Ich glaube, man muss hier noch manchmal so... Ich kriege ihn. Du darfst ihn nicht entkommen lassen. Och, Alter, ist das stressig. Na? Ich schwör's dir, Lars, ich bin zu blöd dazu. Ich muss mir ein Tutorial gleich dazu ansehen. Ich glaube, du kannst ihn nur einziehen, wenn der... Ah! Lars, ich weiß es, ich weiß es. Du darfst ihn nur einziehen, wenn er aufhört... Ich habe einen gefangen! Was ist das? Lars, ich habe einen Salat gefangen. Ey, das ist nicht mal ein Fisch. Guck dir das mal an! Was soll denn das, Mann? Ich habe einfach einen Salat gefangen. Oh, nö! Du darfst den nicht einziehen, Lars, wenn der sich bewegt. Du darfst den nicht einziehen, wenn der sich bewegt. Verstehst du? Du musst rauswerfen. Dann, wenn du rausgeworfen hast,
Du musst den, du kannst ihn schon so nach links und rechts bewegen, aber du darfst nur rausziehen, wenn er sich nicht bewegt oben im Bildschirm. Verstehst du? Du hast immer diese Anzeige da. Weißt du, das ist eine Symbiose. Du darfst nur das Ding, und wenn er sich wegbewegt, musst du einfach nur die Angel in die andere Richtung bewegen, so. Oh, Alter, wir überkreuzen uns einfach. Komm schon, ganz ruhig, so. Und dann rennt das Ding. Oha, oha. Der Kleine, der wandert ja richtig. Ja, das ist aber ein richtig, richtig. Oha, Alter, oha. Aber das ist echt schwer, ne? Oh ja, Mann. Jetzt. Oh Mann, ich habe hier gerade einen richtig dicken. Komm schon. Aber ich sehe nicht, wann der sich nicht mehr bewegt und so. Das ist voll doof. Jetzt habe ich einen. Yo, yo, ich habe eine Sardine gefangen. Doch, Lars, oben ja, der Bildschirm. Endlich vier. Hast du einen? Nein, du hast aber einen. Ich habe einen gefangen. Ich habe eine ganze Sardine. Ey, und ich glaube, ich habe sogar ein Artefakt gefangen. Ich glaube, das ist wie ein Artefakt, was ich gerade gefangen habe. Lars, guck mal, wie schön das ist. Du und ich, wir angeln einfach gerade ein bisschen in den Morgengrauen hinein, gell? Ist dir schon mal aufgefallen? Einfach wie richtige Homeboys. Ja, ich habe was gefangen. Oh, es ist einfach Salat. Okay. Also, wie, hast du auch den Salat gefangen? Haben wir jetzt zwei Seaweed. Salate? Ja, ich habe auch Seaweed gefangen. Okay, du musst dich jetzt... Komm, wir schaffen das. Ich hab einen Haddock gefangen. Ein Haddock. Haddock. Was hältst du von dem Dr. Auge? Nice, Mann. Dr. Auge hat ihn gerade abgelasert, hat gerade kurz ein bisschen Grillfisch aus dem gemacht. Frische Fische auf den Tisch. Nicht zu weit. Du musst ganz stark nach rechts dann immer gehen. Du musst ihn immer blockieren. Und dann, wenn er frech wird, zeigst du ihm, wo der Hammer hängt. So. Ich habe hier wieder einen Frechen gerade dran. Das ist bestimmt eine Sardine. Die Sardinen, die sind immer frech. Oh, hier. Ganz, ganz zum Schluss machen die manchmal so ein bisschen... Oha! Los! Ich habe Anglerfisch gefangen. Warte. Boah, ich bin gerade konzentriert. Ey, der bringt locker eine Million. Eine Milliarden Dollar. Krass, Mann. Och, Mann, mir ist die Leine gerissen. Boah, Lars, komm jetzt, hol mal hier einen Fisch raus. Ich habe schon fast alle gefangen, Mann. Du hast zwei gefangen. Ja. Und einen Salat. Insgesamt drei. Drei und ein Salat, okay? Und du schaffst es, Lars. Einfach wie ein großer Junge. Du brauchst Dr. Auge einfach an deiner Seite, Mann. So, ich habe jetzt hier wieder einen. Und dann, wenn er nach links geht, gehe ich nach rechts. Einmal ganz nah dran ziehen. Er geht nach rechts. Ich gehe nach links, dann wieder ganz nah ranziehen. Er geht nach rechts, geht nach links, ich gehe nach rechts. Und dann wieder ganz langsam ranziehen. Und rein das Ding. Eine Sardine. Noch ein Fisch. Komm, Lars. Ein Fisch musst du fangen. Ein Fisch, Lars. Ja, ich krieg ihn. Komm, zieh das Ding rein. Hierzu kriegst du den nicht. Natürlich kriegst du den. Warte. Beweg deine Maus. Los, Lars. Du schaffst es. Zieh das Ding einfach neu. Los. Ja! Oh, was hast du gefangen? Oh. Das ist so ein Riesending. Es ist ein Riesending. Du hast aber auch richtig gekämpft mit dem. Oh, ich auch ein Riesending. Ich habe einen Grouper gefangen. Was hast du gefangen? Ja, jetzt haben wir zwei ist auch Grouper. Ein Grouper. Ja, top. Nice. Dann lass mal hier das ganze Zeug. Ich möchte zurückfahren. Ich bin noch nicht gefahren. Okay. Schon nicht schlecht, oder? So schöne Runde gemeinsam hier. Entspannte Runde segeln. Ne? Ich sag ja nichts. Richtig schön, Mann. Guck mal. Toll. Einfach du und ich, Lars. Best Buddies. Auf der See gemeinsam angeln wie Broskis, Mnoskis. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch den anderen Anglerjob ausprobieren, um herauszufinden, ob man die Fische waren so, das war schon. Also, es dauert ein bisschen, bis man den Dreh raus hat, aber. Ich denke auch. Man muss einfach nur lernen, wie das Ganze funktioniert mit diesem Hin- und Herziehen. Und ich glaube, Lars, das macht auf dem Controller sogar vielleicht noch mehr Spaß als auf dem PC. Weißt du, was auch voll krass ist an diesem Job? Es gibt einfach keine Zeitbeschränkung. Normalerweise war alles mal voll auf Zeit. Ja, stimmt. Gell? Und hier ist jetzt alles richtig Chillo Manillo. Ich frage mich, wie selten der Anglerfisch ist. Ja, ich würde jetzt erstmal kurz Land anlegen, ne? Hier. Schön das Boot erstmal parken. Und dann müssen wir diese Fische da in dieses rote Ding da mit reinbringen gleich. Warte mal, ich pack mal so rückwärts rein einfach. So, damit das Bötchen hier direkt dran ist. Und dann können wir eigentlich unsere Fische schon gleich mitnehmen. So, ich probier's mal. Ja, mach mal, gib mal ab. So. Oba. Was stand jetzt dran? Ich weiß nicht, wie viel ich Deliver for Fish. Warte mal, ich guck mal nach. Okay. Oh. Hä? Ey, Lars, ich habe gerade zwei Fische gleichzeitig abgegeben. Mach das auf gar keinen Fall. Weil ich glaube, wenn man drei... Ich gebe aber das Seaweed ab. Das Seaweed? Seaweed? Ja. Nee, wir müssen ja richtige Fische abgeben. Gib nur einen Fisch nach dem anderen ab, okay? Ich glaube, da ist noch ein Fehler.
Weil ich habe gerade, glaube ich, zwei abgegeben. Ja, aber ich krieg irgendwie kein Geld. Ich habe gerade $5 bekommen für einen Fisch. So, nur noch einen Fisch. Halt ihn fest! Nimm ihn! Lass! Nicht zurück ins Wasser. Ich hab ihn. Leg ihn ab, gib ihn ab. Und? Ja! Ja! Ey, 59 wow. Dollar. Nicht schlecht. Ey, und das Beste ist, du hast hier gleich einen Automaten. Alter, endlich einen Automaten, wo man das Geld gleich einzahlen kann. Aber okay. $59 ist schon gut. $59 ist wirklich gut. So, das bedeutet... Lass mal umziehen, oder? Ja, Mann. Lass mal umziehen und jetzt mit unserer richtigen Anglerausrüstung, jetzt machen wir mal das Richtige, Lars. Und zwar, jetzt gehen wir mal richtig angeln, sag ich dir. Oh, okay. Es gibt also einen Anglerhut jetzt in Mädchenversion und mit Jungsversion. Einmal hier, Mädchenversion. Einmal hier, die Jungsversion. Und dann gibt es hier nochmal die Anglerausrüstung. Komplett! Alter, sieht mega nice aus. Junge, ist das Alter heftig. Man hat sogar hinten so einen Fisch einfach drin hängen. Okay, man hat auf jeden Fall so ein paar Köder dabei. Da hat man hier so ein richtig nices Outfit mit so einem nicen Hut, der gleich auch die Haken im Hut drin hat. Ganz schön gefährlich, wenn ihr mich fragt, aber hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Und jetzt kann man aber richtig angeln gehen. Guck, ich hab auch den. Ah, ja, Mann, richtig nice mit diesem gelben Hut auch. Okay, nice. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir jetzt mal eine richtige Nachtschicht, ne? Und fahren jetzt mal an den anderen Uferort dort rüber. Weißt du, warum wir nachts angeln lassen? Weil nachts beißen die Fische eher an. Ey, der Helikopter hat genau dasselbe Outfit wie du an. So oben gelb und unten grün. Steig ein, Broski. Stimmt. Der passt perfekt zu dir, Mann. Das ich habe das Outfit zu meinem Helikopter passend gekauft. Ja, stimmt eigentlich. Das ist ein echter Flex. Nice. Mal gucken, ob es hier einen Unterschied gibt. Ich weiß nicht, warum es zwei Anglerjobs gibt, aber ich glaube, die wollten hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen was hinmachen. Es gibt ein selbes Boot. Schleusen. Zweierboot. Neuer Job. Machen wir mal auch hier den Job. Vielleicht kann es ja sein, dass man hier mehr Geld bekommt. Jetzt sind wir ja perfekte Profi-Angler. So. Wo ist der Angelspot da unten? Tropical Sea Area haben wir hier. Tropical Sea Area? Muss man Ach, wirklich? Stimmt. Du hast recht. Nee, wir müssen wahrscheinlich. Warte mal, Tropical Sea Area bedeutet ja auch wahrscheinlich, dass man. Andere Fische fängt. Ja, genau. Warte mal, ich glaube. Doch, Mann, die fetzen hier an. Bleib mal stehen. Ja, bleib mal stehen. Gibt es hier tropische Fische? Anscheinend. Die beißen hier an. Okay. Also, obwohl man nicht in der Dings drin ist, beißen die an. Anscheinend. Ich habe eben einen Fisch gehabt, der angebissen hat. Oh, ich habe auch einen. Okay. Hoch. Oh, Alter, die sind aber... Ich sag's dir aber, die sind schon aggressiv hier. So, ganz ruhig, Kleiner. Oha. Ey, ich habe das Gefühl, die sind hier schwerer in der See, ne? Was ist das hier? Stimmt. Ich habe was Grünes sea. Wieder gefangen. Oh, Mann, man fängt immer zuerst Seaweed. Boah, nee, ich hab auf gar keinen Fall Seaweed dran. Lars, ich hab, glaube ich, das richtig Schwieriges dran. Hallo? Oha. Ey, ich sag's dir, Lars, der Fisch, den ich hier dran hab, der ist echt... Boah, der ist richtig kritisch. Der ist richtig kritisch. Man muss eigentlich nur auf das Ding oben gucken. Alles andere ist eigentlich egal. Und hab du musst, was. Oh mein Gott, was ist das? Was das hast du gefangen? Mondfisch. Was? Mondfisch? Ist der riesig? Ich glaub, die heißen so. Ja, der ist riesengroß. Oh, warte, ich hole auch gleich einen raus. Komm, bleib stehen, Kleiner. Aber hier gilt es nicht, wenn du die hier fängst. Wow! Kriegst du, guck mal, was ich gefangen hab! Du hast einen Rochen? Alter, Nein, was, Jochen, ich hab den Rochen. Jochen der Rochen gefangen! Oh, Alter, was hast du gefangen? Gott. Ey, stimmt, ich glaub, das ist echt ein Sonnenfisch oder ein Mondfisch. Mondfisch oder, sowas, oder Sonnenfisch. Eins von dem. Wir blenden euch ein, was es für ein Fisch ist. Alter, abgefahren. Aber lass jetzt mal nochmal kurz. Aber man kriegt hier leider gar nichts. Och, Mann. Gell, schade. Aber Alter, vielleicht kann man die ja abgeben, weißt du? Was sind das für Fische, ey? Ja, vielleicht stimmt. Kann man die ja trotzdem abgeben. Oh, Alter, Lars, weißt du, was richtig krass wäre? Wenn man einfach so einen Anzug bekommen könnte, mit dem man vielleicht unter Wasser einfach überleben würde. Weißt du, dass man nicht immer ertrinkt. Das wäre so cool, Mann. So ein Taucheranzug, meinst du? Ja, so ein Taucheranzug mäßig. Ja, es wäre auch cool, wenn es was geben würde, dass man so unter Wasser so eine kleine Stadt hat. Ja, so wie Atlantis. Das wäre echt cool. So, jetzt fangen wir hier einen richtigen Fisch. Ich sag's dir. College. Einfach in der Nacht. Hol mal. Nein! Ich sag's dir, bestimmt kann man nachts heftigere Fische fangen als tags. Hat mir mein Vater immer gesagt. Man muss immer nachts angeln gehen, weil dann sind Fische nämlich immer am chilligsten. Oh, ich hab ne Qualle gefangen! Ich hab ne Qualle gefangen! Jo, einfach aus SpongeBob die Qualle.
Junge, nicht schlecht. Ey, Lars, jetzt mal ganz im Ernst, von 1 bis 10, wie viel Bock macht dieser Job hier? Ist schon einer der witzigsten. Schon ein bisschen mehr, ja. Ja, also ich muss auch sagen, das ist einer der witzigeren Jobs. Ich würde aber sagen, man verdient hier, glaube ich, nicht am meisten. Ich habe auch gerade einen Grouper gefangen. So Pizza-Job ist, glaube ich, immer noch das, was noch am meisten... Noch ein Grouper. Noch ein Grouper? Wir brauchen nur noch einen Fisch. Wir brauchen nur noch einen Fisch. Komm, der Letzte, der den Fisch fängt. Ich glaube, bei Deep Sea, da fängt man immer nur so Grouper und sowas. Weißt du, ich meine... Hier, ich habe schon wieder einen Haddock. Okay. Ich habe 3 Grouper hintereinander gefischt. Alter, jetzt lass mal versuchen, diese großen Fische zu verkaufen. Voll unser Boot ist mit. Ja, nicht schlecht, gell? Jeha! Soll ich dir die Fische runterwerfen? Ich werf sie dir raus einfach. Okay? Also, hier kommt ein Grouper. Ich glaube, man kann die einfach so rauswerfen. Die ertrinken ja nicht. Oh, warte mal, jetzt bin ich vom Fisch. Nein, du musst oben bleiben. Nee, du kannst doch an der Treppe da seitlich hoch. Hier, nimm die Fische. Ja, yeah, du Molch. Du Knech. Der rollt weg, Roman, der rollt weg. Wer? Hol ihn, hol ihn. Wo ist er hin? Er ist weg. Wer? Wo ist der? Die sind beide weg. Wie jetzt? Hast du keinen gefangen? Die sind einfach despawned. Ey, aber wir müssen eh nur einen delivern. Hier. Okay. Ist doch sowieso nur einer. Richtig Panik geschoben. Nimm mal den anderen mit. Richtig Panik, Mann. Und ja, wenn die auf einmal verschwinden. Ja, aber nur 45 Dollar. Aber ist doch trotzdem gut. Achtung, geh mal aus dem Bild. Ich will mal wissen, was ich hierfür krieg. 20 Dollar kriegst du für den großen. 20? Boah. Für einen Fisch? Alter, das heißt, ja, Mann, das heißt, wenn du dich dann wirklich da anstrengst und den Kiel voll machst. Stimmt, ey, wenn du die ganze Zeit so exotische Dinger angelst und dann nimmst du voll viele von denen mit, dann wirst du hier Richie Rich. Dann machst du einfach Rich Money. Ich glaube, das ist schon wirklich... Wollen wir noch deinen Rochen verkaufen? Verkauf mal deinen Rochen. Der liegt da auf dem Boden. Stimmt, der ist da noch. Nice. Lass mal jetzt den Rochen verkaufen. Jochen de Rochen. Was glaubst du, was gibt der? Alter, stell dir mal vor, der gibt so 100. 20 Dollar. 100.000. 100.000. Einfach 100.000 in ein Familienhaus. Oh, 60! Der hat 60 gegeben! 60 Dollar! 60 für einen Jochen! Alter! Das heißt also, wenn man wirklich viel angelt, kann man richtig Cash machen, ey. Das ist schon nicht schlecht, muss ich sagen. Okay, komm, fliegen wir zusammen in den Süden, mein Freund. Meine Damen und Herren, das war's mit dem guten alten Anglerjob. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir sind tot. Fliegen gegen die Wand. Tschüss! Toll!